Hey du, ja, genau du. Du bist ein YouTuber, hast mal wieder richtig Scheiße gebaut und weißt einfach gerade nicht, wie du das Ganze wieder gerade biegen kannst? Dann bist du hier genau richtig. Wir erklären dir mit 5 einfachen Schritten, wie du den nächsten Shitstorm mit Links abwehren kannst. Außerdem, diese No-Gos solltest du bei deiner nächsten Entschuldigung auf jeden Fall vermeiden. Dann legen wir mal direkt los. Schnapp dir Stift und Zettel, falls du lesen und schreiben kannst, und hör genau zu. Die Vorbereitung. Versetz dich in die Situation des anderen. Damit du alle folgenden Punkte bestmöglich umsetzen kannst, ganz wichtig vorneweg. Überlege dir, wie sich die anderen Personen in dieser Situation wegen dir gefühlt haben. Wie hättest du reagiert, wenn du an ihrer Stelle gewesen wärst? Wär bestimmt richtig doof gewesen, oder? Guck mal, das ist doch schon eine gute Erkenntnis. Darauf können wir jetzt weiter aufbauen. Schritt Nummer 1. Sag, dass es dir leid tut. Es mag zwar ein bisschen komisch klingen, aber viele YouTuber vergessen diesen Punkt oft. Hups, kann ja mal passieren. Sag ganz offen, dass es dir leid tut. Das ist auch gar nicht schlimm und tut nicht mal weh, obwohl manche davor auch ein bisschen Angst haben. Damit zeigst du nämlich, dass du kein empathieloses Arschloch bist, sondern einfach einen Fehler gemacht hast und das sogar erkannt hast. Dein Verhalten war nicht richtig. Das hast du verstanden. Super! Ein wichtiger Schritt. Fun Fact dazu, man kann sich gar nicht selbst entschuldigen. Ich entschuldige mich. Dieser Satz ist also falsch. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Dein Gegenüber kann sich dann überlegen, ob er dir wirklich verzeihen möchte. Du alleine hast das leider gar nicht so zu entscheiden. Aber eine gute Entschuldigung kann oft dabei helfen. Schritt 2. Sag, wofür du dich eigentlich entschuldigen möchtest. Ja. Wofür denn eigentlich? Bist du nicht eigentlich komplett fehlerlos? Eigene Schwächen anzusprechen, das braucht wirklich Mumm. Wenn du deinen Fehler aussprichst, zeigt das, dass du wirklich verstanden hast, was genau das Problem war. Sag den Leuten genau, was du getan hast und warum dein Verhalten auch falsch war. Du übernimmst Verantwortung. Super! Wie ein großer Junge. Einfach nur sorry zu sagen, ist oft sehr inhaltsleer. Rede auch nicht um den heißen Brei rum. Dings, also diese Sache, tut mir leid. Also wegen diesem Vorfall letztens. Ja, ihr wisst ja eigentlich alle genau, worum es geht. Diese Sätze wollen wir vermeiden. Benenne lieber genau das Problem. Zeige den Leuten, dass du die Ernsthaftigkeit dieser Lage erkannt hast. Du schaffst das. Falls du gar nicht genau weißt, warum alle Leute auf dich wütend sind, denk lieber nochmal scharf nach. Es wird dir mit Sicherheit einfallen. Du bist doch kein Dummkopf. Oder? Schritt 3. Übernimm Verantwortung. Ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln und das, was passiert ist. Wow, dieser Typ erkennt nicht nur, dass er einen Fehler gemacht hat und bittet die Geschädigten um Entschuldigung. Nein, er ist auch so erwachsen, dass er die Konsequenzen seiner Fehler trägt. Und, wichtig, auf niemand anderen abwälzt. Also ich bin beeindruckt von ihm. Diese Konsequenzen können ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht musst du jemandem die geklauten Pokémon-Karten wiedergeben. Vielleicht musst du auch ins Gefängnis. Wer weiß das schon? Wichtig ist, dass du dich dem stellst. Nur so kannst du die entstandenen Schäden wieder gerade biegen. Vielleicht schmeißen dich große Werbepartner raus, du verlierst ganz viel Geld oder deine Fans hassen dich. Tja, blöd gelaufen. Auch diese Konsequenzen trägst du natürlich selbst, denn du weißt, wie du dich entschuldigen sollst. Schritt 4. Biete Wiedergutmachung an. Vielleicht sind ganz blöde Dinge passiert. Vielleicht sind auch einzelne durch dein dummes Verhalten zu Schaden gekommen. Das war wirklich dumm. Versuche, diese Situation wieder zu verbessern. Du hast es schließlich verbockt. Ich bin mir sicher, dass es etwas gibt, was genau du tun kannst, damit die Situation für die Opfer deines dummen Verhaltens ein bisschen besser werden kann. Zeige den Leuten, dass du ein netter Kerl bist, der gar nichts Böses im Schilde führen möchte. Achtung dabei! Pass auf, dass es nicht so wirkt, als wolltest du nur dein Gewissen reinwaschen. Ja, ich habe 37 Hundebabys getreten und um das Ganze wieder gut zu machen, spende ich 10 Euro an den örtlichen Fußballverein, damit auch andere Kinder das richtige Treten lernen können. Mit Geld kann man sich nicht einfach freikaufen. Achte darauf, dass deine Hilfe im richtigen Verhältnis steht. Manchmal ist es auch einfach besser, die Fresse zu halten. Schritt Nummer 5. Versprich Besserung. Was hilft es, wenn du dich entschuldigst, Reue zeigst, die Menschen dir vergeben und du 3 Wochen später wieder Firlefanz machst? Also, versprich den Leuten, dass das nicht nochmal passieren wird. Und, wichtiger Tipp dabei, sorg auch dafür, dass das so bleibt. Vielleicht musst du dafür etwas an deinem Content, dir oder deinem Leben ändern. Puh, das klingt aber nach Arbeit. Aber hey,
Ist es nicht was Positives, dass sich dann nicht mehr alle Menschen hassen? Für mich klingt das doch besser. So sorgst du dafür, dass so ein Verhalten nicht nochmal vorkommt und andere Menschen nicht unter dir leiden müssen. Super, oder? Und hey, Bonustipp! Denk auch immer dran, dass du immer ein Vorbild für andere bist. Denn du stehst schließlich in der Öffentlichkeit. Vielleicht sind Leute in einer ähnlichen Situation wie du vor einiger Zeit. Wenn sie sehen, dass sogar du erkennst, dass diese Aktion richtig scheiße ist, vielleicht überdenken sie dann ihr eigenes Verhalten nochmal und sorgen so dafür, dass diese Welt ein bisschen besser wird. Das wäre doch Spitzenklasse. Und jetzt nochmal schön die Öhrchen spitzen. Lerne, in welche Fettnäpfchen du lieber nicht treten solltest. Vermeide diese blöden Fehler, damit du in deiner nächsten Entschuldigung nicht wie ein Trottel wirkst. Erstens, kein Aber. Ganz, ganz wichtig. Lass den ganzen Scheiß mit. Es tut mir leid, aber... Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht und so, aber... Ja, das mit den Hundewelpen, das war wirklich echt blöd, aber... Nach solchen Sätzen kommt kein Aber. Egal, was du sagen möchtest... Lass es einfach. Hör auf, dein Fehlverhalten zu relativieren und denk nochmal scharf nach. Du möchtest dich schließlich entschuldigen. Schon vergessen? Jeder Satz mit einem Aber wirkt nur, als würdest du eigentlich nur deinen eigenen Arsch retten wollen. Aber du übernimmst ja Verantwortung für dein Handeln, nicht wahr? Zweitens, mach dich nicht zum Opfer. Manche neigen bei einer Entschuldigung dazu, sich ebenfalls als Opfer darzustellen, dem Unrecht getan wurde. Und... Wisst ihr, wie schlimm das für mich auch war? Dieser Hass, den mir jetzt alle entgegenbringen, ey, der macht mich echt fertig. Denkt denn hier auch mal irgendwer an mich? Hör einfach auf damit. Wenn du dich für eine Sache entschuldigen musst, bist du nicht der Geschädigte hier. Es geht, überraschenderweise, nicht immer nur um dich. Wir verstehen natürlich. Du möchtest dich taktisch gut positionieren, damit die Menschen Mitleid mit dir haben und nicht mehr so böse auf dich sind. Aber... Das ist jetzt hier nicht angebracht. Drittens, du entschuldigst dich nicht für die Gefühle der anderen. Es tut mir leid, dass mein Verhalten von euch so aufgefasst wurde. Manche haben hier, glaube ich, einfach was falsch verstanden. Das ist keine Entschuldigung. Es liegt nicht an dir, wie jemand etwas aufnimmt oder wie er sich danach fühlt. Es kann auch nichts falsch verstanden werden. Wenn die Leute sich gekränkt fühlen, dann ist das nun mal so. Entschuldige dich für deine Tat. Lass das mit den Gefühlen der anderen mal die anderen machen. Und noch ein persönliches Anliegen von mir. Lass bitte diesen Quatsch mit der Kamera. Diesen überdramatisierten Mumpitz braucht wirklich keiner. Wenn du dir diese Tipps bis zu deinem nächsten Shitstorm merken kannst und sie dann auch noch umsetzt, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich freue mich schon auf deine nächste Tipptopp-Entschuldigung. Und vielleicht noch ein letzter Rat, der dafür sorgen kann, dass du dir ganz, ganz viel Ärger ersparen kannst. Wenn man im Vorhinein kein Arschloch ist, passiert auch nichts, wofür man sich später entschuldigen müsste. Also, bis dahin. Tschüssi.